Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, ich bin euer Headbenjamin und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Shovel Knight Let's Plays. Ja, ich hatte jetzt eine längere Pause von der Aufnahme und da dachte ich mir, gehst du nochmal durch das erste Level und farmst nochmal ein bisschen Cash. Das habe ich auch getan. Wir haben jetzt knapp 6000 Gold und ich denke mal, da werden wir in den nächsten regulären Level keine Probleme mehr haben, wenn wir den Kistian finden. Aber bevor wir jetzt hier diese eisige Welt schreiten, hier warten noch drei Ritter auf uns. Einmal Polar Knight, Tinker Knight und da hoch gehe ich jetzt nicht, weil sonst kommt ein Kampf. Da oben ist Propeller Knight. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hinein. Halle der Helden. Was wird uns hier erwarten? So, ich glaube, hier mussten wir sowieso Geld bezahlen, also hat sich das ja auch schon wieder erledigt. Dies ist die Halle der Helden, ein lebendes Monument für die Gründer dieses großen Landes. Eintritt für eine Person, das macht dann 5000 Gold, bitte. Okay, ja. Gut, dass ich das gemacht habe, das wusste ich gar nicht mehr, dass es so teuer ist. Ja, war ja wieder perfekt. Wunderbar, zweifellos ein Kunstkenner. Viel Spaß bei deinem Besuch. Alles klar, gehen wir mal hier rein. Keine Musik. Okay, Tür schließt sich und jetzt stecken wir hier fest. Ah, hier spukt's. Geister spuken in diesen Hallen und wir sind alle hier gefangen. Auch du. Also, willst du was dagegen unternehmen? Ja, würde ich doch gerne wollen, ne? So, die Halle der Helden. Ah, schöner Vollmond. Ja, gehen wir mal nach links. So, hier sehen wir schon ein paar Bilder an der Wand. Und Geister. Wie wir ja schon aus Spectre Knights Friedhof Stage wissen, können wir die nicht besiegen. Werden zwar ein bisschen durchsichtig, aber man kann nichts machen. Wir brauchen diesen Orb, oder was das ist. Mit dessen Power können wir die Geister besiegen. Oh, jetzt lass mich mal hier durch, hier Säcke. Den will ich haben. So, zack, genau. Verschwindet. Befreien wir erstmal die Halle der Helden von diesen dämlichen Geistern. Komm. Hallo, lass mich durch hier. So. Und hopp. Eins und zwei. So, wenn wir alle Geister in einem Bereich geklärt haben, dann ist doch endlich alles wieder hier schön golden. So, hier oben. Da haben wir direkt einen Orb. Müsste man vielleicht mal hier so ein bisschen rumspringen, damit man auch alle Geister erscheinen lässt. Ah, hier ist was Geheimes. So, was sagt sie? Na, genial. Du hast mein Geheimversteck verraten. Jetzt erwischen die Geister uns beide. Sagt er noch was? Nee. Ja, muss man auch ein bisschen gucken nach Geheimverstecken. So, uch. Okay. Ah, ich glaube, die Löcher waren hier immer, wo die Statuen sind im Hintergrund. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein Notenblatt. Und jetzt looten wir erstmal hier die Chest. Wir brauchen natürlich wieder massenhaft Cash hier bei dem teuren Eintrittspreis. Und dann sowas hier, Geister. Super. So, gib her. Jetzt natürlich clearen wir noch die restlichen Räume von den Geistern. Bisschen springen, damit wir auch alle hier erscheinen lassen. Ja, komm mal her, du Sack. Wir müssen halt eine Doppelkombo machen, damit wir so hochkommen. Genau. Schön den Edelstein einsammeln. Was ist hier? Aber hier kommen wir auch noch rein. Ich glaube, hier ist sogar noch so ein Fuzzi, genau. Den Edelstein da oben will ich mir nicht nehmen. Wissen Sie? Komm her. Der wird sonst schlecht da oben. Genau, zack. Vielleicht. Ah, genau. Der scheint sogar auch noch ein Geist. Geh mal weg da. So, erstmal du. Und ich hoffe mal, ich komme jetzt gleich auch noch irgendwie da. Achso, ja, mit dem Orb komme ich einfach hoch. So, zack. Nee, jetzt aber. Genau, aus dem Weg. Ah ja, das ist ja wieder frech. Jetzt komm runter. Nicht, dass die verschwinden. Genau. Haben wir ja bald schon wieder den Preis raus. So. Das haben wir auch noch eingesammelt. Perfekt. So, jetzt sind wir hier oben. Das ist halt die Leiter, wo wir gerade auch in dem Raum waren. Einfach nur nach oben geklettert. Ich kann nicht glauben, dass ich mein ganzes Geld dafür gespart habe. Ja, kann ich auch nicht glauben. Auf meinen Reisen habe ich gelernt, dass Geister das Licht hassen. Jetzt weißt du das auch. Ja gut, das habe ich jetzt links in den Räumen auch schon festgestellt. So, gehen wir mal hier weiter. Können wir hier irgendwas kaputt machen? Immer ganz wichtig in Shovel Knight, immer die ganzen Wände kontrollieren. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Ja, das war klar. Gehen wir auch hier wieder hoch. So, jetzt erstmal den Fuzzi da drüben. Komm, hallo. Ja, nein! Okay, das hat getroffen, sehr schön. Dann gehen wir jetzt endlich mal hier rüber. Was haben wir hier noch? Okay, ich glaube, hier fällt man wieder durch. Na, du bist weg. Den Orb schießen wir jetzt mal hier runter. Ja, wenn er dann keinen Bock hier. Komm, noch ein. Genau, zack. Und hepp. Ja, los, stirb jetzt hier. Gib mir auch einen Sack. Komm weg.
Ey, das hat doch getroffen, ja, du, super, da war er in seiner Unverwundbarkeitszeit. Komm, weg. Sehr schön. Hier haben wir jetzt auch alles. Gucken wir hier nochmal, ob hier irgendetwas ist. Nee, dit. Knallen wir erstmal nach unten. So, zack. Du bist weg. Und geht's auch noch hier weiter? So, hucha. Noch ein Geheimstand. Ha, hier kriegen mich die Geister nie. Solide Mauern, mein Freund. Total sicher. Ja, wenn ich hier sogar reinkomme. So. Erstmal hier lecker essen. Brauchen wir ja nicht. Kiste. Sehr schön. Und natürlich hier wieder ein Notenblatt. So, und ich hatte ja ganz am Anfang des Spiels erwähnt, dass es ja in den Versionen der PlayStation 4 und der Xbox One ja ein Special gibt. Und das zeige ich euch jetzt erstmal, weil hier kann man nämlich noch den Boden kaputt machen. Und man bekommt ja eine geheimnisvolle Karte. Kuriose Karte. Eine Karte mit einem eigenartigen Symbol. Und da sind auch noch ein paar weitere Zeichen. Interessant, interessant. Wir werden allerdings kurz vor Ende erst das Geheimnis lüften, was es damit auf sich hat. Und ja, das ist so gesehen ein kleines Special, ein Easter Egg. Und wie gesagt, das unterscheidet sich auch von Xbox One zu PlayStation 4. Aber ich finde das hier auf der Xbox One deutlich gelungener. So, zack. Erstmal mit dir weg. Nehmen wir mal den Orb hier mit. Weiß ja nicht, wo hier noch die Fuzzis sind. Da ist noch einer. Aus dem Weg hier. Genau, sehr schön, das hätten wir geschafft. Machen wir auf hier. Genau, ich glaube, somit ist die Halle auch schon abgeschlossen. Genau. Jetzt sind die Geister nämlich ein bisschen pissig hier auf uns. Und da ist hier Big Boo. So, ins Gesicht, Freundchen. Komm. Zack. Ins Gesicht. So, Doppel-Orb-Action. Komm mal da runter. Von deinem hohen Ross. Oh, jetzt wird er ösig, hucha. Komm. Uppa. Eppa, andale, andale, huo. Jetzt wird er ösig. Ja, komm, kriegst du direkt hier. Oh, oh. Genau, zack, zack. Ja, ich sollte mich nicht immer treffen lassen. Das wäre, glaube ich, ziemlich smart. Ey, hallo. Ich laufe einfach rein, ja. Kostet ja nichts. So, jetzt weg mit dir. Ja. Oh, jetzt ist er hier dreifach. Genau, der ist schon mal weg. Oh, das war sogar der Richtige. Wusste ich gar nicht mehr, dass das hier so ein... dass man die Tuchbilder auch ausschließen kann sofort. Ich dachte, man muss da einfach alle drei kaputt machen. Uah. Sackgesicht. Ach, jetzt macht er wieder den hier. Okay, das war jetzt ein bisschen mies. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen, sonst bin ich gleich schon Geschichte. So, komm. Oh, oh, ja, jetzt hat er hier solche Skelette beschwört, die uns hier noch ein bisschen nerven. So, zack. Und zack. Ja, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jetzt noch einmal treffen. Hallo! Mann! Haben wir ja auch noch einen Secret Boss besiegt. Komm. Ja, das war klar. Das war klar. Natürlich wieder der Nervigste da oben. Komm. Und jetzt aber. Ins Gesicht. Und da ist er weg. Sehr, sehr schön. Und wir kriegen haufenweise Cash, meine Freunde. Ich denke mal, da werden wir gleich erstmal was ausgeben in diesem Part. Ja, ich denke mal, in diesem Part haben wir jetzt so die Halle der Helden hier gemacht. Sehr schön. Held, vielen, vielen Dank, dass du uns vor den Geistern gerettet hast. Wie gedankenlos von mir, dir nicht zu sagen, dass es da spukt. Allerdings geht man dieses Risiko ein, wenn man die Katze im Sack kauft. Okay. Bitte lass mich dich für deinen ritterlichen Mut belohnen. Und wir kriegen noch mehr... Wow, das war jetzt nicht so viel. Heldental verbracht, sehr schön. Ja, wie gesagt, später bekommen wir auch noch... Oh. Ja, genau, ein Erfolg. Später kriegen wir auch noch einen Hinweis, dass es noch ein super, super Geheimnis in den Hallen der Helden gibt. Aber das habe ich euch ja schon gezeigt. Genau, und dank der Karte kommen wir jetzt dazu, diesem speziellen Symbol. Das werden wir allerdings aber erst später machen, wenn wir hier die restlichen Ritter ausgenockt haben. Ja. So, jetzt geben wir mal eben hier unsere Notenblätter ab, die wir bis jetzt gesammelt haben. Und gehen nochmal einkaufen. Ja, da freut er sich wieder. Holla, du hast ja drei Notenblätter. Vortrefflich, für jedes bekommst du 500 Gold. Wundervoll. Lass uns mal sehen. Oh, da hast du ja in die Ecke gedrängt. Ich hatte echt zu viel zu tun, um dieses Lied zu schreiben. Aber ich setze aus Prinzip nicht auf Ghostwriter. Hahaha. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt, bla bla bla. Okay. Da freut er sich. Ich glaube, bei ihm konnten wir nichts mehr kaufen. Ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Ja, genau, da war alles voll. Ich weiß nicht, hier konnten wir auch nichts mehr machen.
Ja, sie kann mir auch nicht mehr helfen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier ist das Katapult und gib ihm. So, Schnellreisesystem. Das ist wie bei Secret of Mana mit den Kanonieren, ey. Wupp. Mit den Kanonenbrüdern oder wie die heißen. Ich weiß jetzt nicht. Ja, das hatten wir schon eingesammelt. So, jetzt können wir hier mal gucken, dass wir uns was kaufen. Entweder eine Rüstung oder ein weiteres Upgrade für unsere Schaufel. Ich glaube, das klingt ganz interessant. Schöne Schaufelklinge, Junge, aber die kann ich verbessern. Entfessle ihre wahren Fähigkeiten. Gucken wir mal. Grabenklinge gräbt einen ganzen Haufen in einer einzigen mächtigen Bewegung und bei voller Gesundheit kannst du bei einem Schaufelsturz Funken sprühen lassen. Ja, wir kaufen es einfach mal. Wir brauchen sowieso für 100% alle Upgrades, das heißt von ihm hier und auch für die Rüstung. Das muss der Amboss der Lüfte sein. Rüstungsupgrade gefällig, wenn du mir da was... wenn du dir was schmieden lassen willst, bin ich dein Mann. So, okay, wir haben schon was gekauft. Magie, Besicht, die Feinde, nein. Ja, ich denke mal, wir kaufen noch mal eine Rüstung. Genau, wir haben ja ein bisschen was. Allerdings werde ich die rote wieder anziehen. Aber ist ja auch kein Problem, wenn man mal in Geldmangel ist, kann man einfach bereits geklärte Stages wieder besuchen und da auch wieder Geld fahren. So. Ich möchte meine rote Rüstung wieder anziehen. Genau. Kostet ja nichts mehr. Und wie ihr gerade gesehen habt bei der lilanen, da hatten wir 150 Magie. So, jetzt muss ich nochmal irgendwas gucken. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Wie gesagt, das ist schon länger her. Seit der letzten Aufnahmesession. Ich glaube, wir hatten Mr. Head schon besiegt. Okay, alles klar. Das wollte ich nur wissen. Und ich denke mal, dann gehen wir in der nächsten Session, beziehungsweise im nächsten Part, mal, ja, was war jetzt los? Achso, ja, zu wem gehen wir hin? Nach, ich denke mal, wir machen zuerst Polar Knight, aber wir können auch mal eben die Abkürzung einmal, damit ich euch das gezeigt habe, ist jetzt nichts Wildes. Du hast das Geheimnis der Halle der Helden bereits gelüftet? Zu meiner Zeit hätte ich das zuerst geschafft. Ach ja, hör auf zu labern nur. So, das schießt uns nochmal zurück in die Stadt, dann nur damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Genau, wollen allerdings wieder zurück. Und im nächsten Part geht es dann nach Polar Knight. So, wir latschen allerdings nochmal eben dahin. Ja, jetzt wandern die wieder. Das erinnert mich so an die Hammerbrüder von Mario Bros. 3. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier bei Shovel Knight und was erwartet uns bei Polar Knight, dann seid ihr einfach im nächsten Part wieder mit dabei. Ich bin euer Head Benjamin. Bis dann, meine Freunde.